Wir versuchen immer das zu spiegeln, was wir beide auch merken, wenn wir dann überhaupt noch irgendetwas merken. Hallo ihr Lieben, endlich wieder in Vollbesetzung. Patrice und Dirk grüßen recht herzlich von Tennis Point. Heute bin ich ein bisschen nervös. Folgender Grund, E-Zone, der neue E-Zone, weil es gibt ein paar richtig, richtig wichtige Spieler, die in E-Zone spielen. Wer fällt dir da spontan Legenden. Legenden. Also man kann jetzt gucken, was man will. Osaka, Ruud, Kyrgios, Dustin Brown, Daniel Altmaier. Aber nein, Dirk Hommscheid spielt diesen Schläger ohne Worte. Großartig. Also die Vorgängerserie habe ich schon gespielt und natürlich jetzt sofort geswitcht auf dieses Modell. Weil zwei, drei Sachen sind, und wir wundern uns ja da wirklich regelmäßig, wie kann man Dinge, die gut sind, noch optimieren, ohne dass man jetzt irgendwie einen Schmuh erzählt etc. Aber hier ist das wieder ein bisschen gelungen. Ne? Also er ist softer, finde ich. Der Trend geht ja jetzt gefühlt, weil wir reden jetzt sehr oft über Soft. Bei allen Marken dahin. Ne? Es hat so ein bisschen angefangen, sagen wir jetzt, sind wir mal ehrlich, mit dem Clash. Ja, das stimmt. Ne? Und jetzt fangen alle an, die Rahmen obenrum im Kopf etwas. Ja, ich sag mal, biegsamer zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir den jetzt hier übers Knie brechen können, aber sie sind in dem Bereich flexibler geworden. Ja. Wenn man den aber jetzt nicht gleichzeitig an einer anderen Stelle noch wieder optimiert, dann wäre er zu schwammig. Also was haben die gemacht zur Vorgängerserie? In Gänze, der hat ja drei verschiedene Breiten, dieser Rahmen. Der ist überall ein kleines bisschen dicker wieder geworden, um da auch die Stabilität wieder zu erzeugen. Aber die Stabilität, du gehst jetzt gerade oben auf die verschiedenen, ich sag mal jetzt, Breiten ein. Genau, ist ja so schmal, dann ein bisschen breiter, wieder schmaler. Ne? Läuft ja so ein bisschen in der Form. Genau, ich habe jetzt schon mal hierhin gezeigt. Ja. Na, erklär das mal. Warum ist der in dem Bereich härter geworden? Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir jetzt mal hier so einen Break machen, dass der oben tierisch sich bewegen kann. Wenn der hier nicht in dem Bereich stabilisiert wäre, wie eine Fahne im Wind, wird er wehen. Das heißt, die Stabilität wird kompensiert durch einen verstärkten Schaft an der Stelle. Die sprechen ja von 16% flexibler. Da wundere ich mich manchmal, wenn man so auf die Zahlen kommt, aber das werden die sicherlich alles gemessen haben durch irgendwelche Tests etc. Aber 16% soll er flexibler sein und 5% Aufprall absorbierender, also schonender sowieso noch. Trotzdem, unser Gefühl beim Spielen und glaube ich auch in der Ausschreibung, du hast das mehr studiert als ich, ist es jetzt, wir haben natürlich den alten, den neuen verglichen, der schnellste von allen, oder? Ja, der ist schneller. Der Schläger ist auf jeden Fall schneller. Softer und schneller. Meint man vielleicht, das beißt sich so ein bisschen? Wie kann etwas, was so ein bisschen weicher ist, dann trotzdem schneller sein? Also bei einer Tennisseite sprechen wir auch von diesem Snapback-Effekt. Wenn eine Seite zack zurückspringt und wir deswegen Spin vermitteln können. Hier ist das ähnlich, es geht klack, klack und der Bums ist da. Das heißt, Energieübertragung auf den Ball ist eine sehr direkte, eine sehr schnelle. Ihr habt ein gutes Gefühl für den Ball. Das ist so ein bisschen, als wenn du den peitschen kannst. Richtig, genau. Genau. Dass er oben richtig zuschnappt. Jetzt haben wir hier den 100er und den 98er. Also du hast jetzt einen 300-Gramm-Schläger in der Hand. Ich habe jetzt hier einen 305-Gramm-Schläger in der Hand. Für wen könnte denn jetzt die größere Schlagfläche vielleicht eher was sein? Beziehungsweise hier 98 die kleinere Schlagfläche? Einmal lässt du hier vielleicht denjenigen, der etwas mehr den Spin spielt, mehr die Kurve spielt, ne, der vielleicht auch etwas mal defensiver spielt. Und der 98er, den sehe ich dann bei den Leuten, die einen schnellen Arm haben, die etwas mehr Kontrolle brauchen. Dustin Brown, Nick Kyrgios, bei den Damen Osaka. Ne? Das ist, wo ich das sehe. Wir haben ja auch festgestellt, wenn wir den Schläger, also beide Serien Kopfgrößen mal schwingen, dass sich das vom Durchschwunggefühl wirklich ein bisschen anders anfühlt. Ja. Ne? Also für mich ganz eindeutig derjenige, der wirklich richtig schön loslassen kann. Da ist vielleicht der 98er, kommt so ein bisschen entspannter um die Ecke. Ja. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Also der geht sehr easy durch den Ball durch. Ja. Das heißt nicht, dass der 100er jetzt ein Windsegel ist und ihr müsst zu viel machen. Natürlich auch ein tolles Durchschwungverhalten. Aber 98 geht ein bisschen mehr durch. Das ist korrekt. Ja. Ja, ist vielleicht für den Beizender, der auch das ein kleines bisschen hier kontrollierter spielt. Du hast Ruud gerade angesprochen, der von der Baseline auch sehr aktiv ist. Müsst ihr ausprobieren. Das war jetzt unsere Empfindung. Wir versuchen immer das zu spiegeln, was wir beide auch merken, wenn wir dann überhaupt noch irgendetwas merken. Ja, ist so. Wir merken nicht mehr viel. Was natürlich beibehalten wurde, ist dieses spezielle Ösensystem hier nochmal im Herzen zu sehen, was nochmal Aufprall absorbiert. Was beibehalten wurde, ist ein spezielles Mesh, was im Griff um die Graphitbeschichtung nochmal gewickelt wurde, um nochmal Vibrationen zu kompensieren, damit nichts Negatives in den Arm geleitet wird. Sag mal was zur Optik. Ja, passend zu meinem, Sweatshirt entwickelt. Da bin ich ja wieder schlecht vorbereitet, aber du wieder optimal. Ja, so sieht's aus wie immer. Wenn ich Tennis spielen kann, muss wenigstens gut angezogen sein. Nee, Optik finde ich super schön. Diese, sag ich mal, Ocean Colors, ne, zu dem Dunkelblau hebt sich ab. Schön matt lackiert, also ist wirklich auch
auch was fürs Auge. Ne? Sag mal was zur Spin-Affinität. Ist ja 16x19 Beseitungsmuster? Ja gut, da kannst du schon rappen mit. Ne? Da geht schon was raus. Zur Beseitung kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe zwei Spieler, die ich betreue oder betreut habe oder was auch immer. Dustin Brown spielt den mit 34 Kilo beseitet. Boah. Und Daniel Altmaier mit 18 Kilo. Ihr seht wieder, was das für eine unglaubliche Spanne ist. Ne? Also was sich für den einen gut anfühlt und was sich dann vielleicht für den anderen wiederum gut anfühlt. Da gibt es keine Faustformel. Kann auch sein, dass wir mal ein bisschen experimentieren müssen, wenn ihr vielleicht zum ersten Mal in so einen Store reingeht, mach doch mal, mein Trainer hat mir mal das und das drauf gemacht und die Kollegen in den Stores beraten dich mal, versucht doch mal das. Vielleicht treffen wir nicht immer beim ersten Mal, aber wichtig ist ja dann auch das Feedback. Aber man kann schon über Beseitungshärte sein Spiel so ein bisschen optimieren. Das auf jeden Fall. Ja, ich denke, das haben wir ganz gut zusammengefasst, ja. Ne? Was da auf euch zukommt. Wird es auch in leichter geben, die Modelle, ne? Ja. Außer Frage. Also dann heißt der 100L bzw. 98L wird es auch geben. Also dass für jedermann auch was dann da dabei ist. Probiert es einfach aus. Ich freue mich wahnsinnig. Wie gesagt, ist ja meine Serie, der ich vertraue. Viel Spaß demnächst, vielleicht mit eurem neuen ISO, sei es 100, sei es 98, sei es die leichtere Version. Wir wünschen euch wie immer, bleibt gesund. Daumen nach oben, wie immer freuen wir uns darüber. Abonniert den Kanal, bitte sehr gerne. Schreibt ein paar Kommentare, wir freuen uns darauf. Alles Gute, bis demnächst. Ciao. Tschüss. Advantage You.